Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lernstefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat den Saisonauftakt in der Meisterschaft mit einem 3:2 Sittersieg gegen den TSV Hartberg Gott sei Dank erfolgreich bestreiten können. Es war ein hartes, hartes Stück Arbeit. Also die Hartberger haben sich ganz gut verkauft für den ersten Bundesliga-Auftritt. Und man muss schon zugeben, unsere Blackies haben wirklich gehörig zittern müssen. Aber am Schluss durch einen späten Siegestreffer hat man es doch noch geschafft, sich den Dreier einzuheimsen. Losgegangen ist das Ganze zunächst einer guten Möglichkeit für Sturm. Philipp Hosiner, für mich persönlich etwas überraschend in der Startelf, mit einem schönen Solo dribbelt sich an ein, zwei Gegenspielern gekonnt vorbei, sucht dann gut den Abschluss, der Ball wird aber abgewehrt und praktisch ein paar Minuten später macht Hartberg mit ihrer ersten Möglichkeit das 1:0. Das heißt, eigentlich macht das Tor Sturm, denn es ist ein Eigentor von Tassos Avlonidis im Endeffekt gewesen. Über die rechte Seite tankt sich eben bei den Hartbergern Sanogo durch, der bringt den Ball dann eben in die Mitte und dann ist es Avlonidis, der leider mit dem Kopf zur Stelle ist und sehr, sehr unglücklich eben das 0:1 in der 6. Minute für die Hartberger macht. Sturm ja braucht dann zwar ein paar Minuten, um sich zu erholen, kommt dann aber mit Fortdauer des Spiels immer besser in die Partie, also verdaut den frühen Schock dann doch ganz gut. Zunächst hat Schul eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß, der ja knapp über das Tor geht und dann ein bisschen später in Minute, ich glaube 19 war es, eine Ecke für Sturm. Der Ball landet vor den Füßen von Spendelhofer. Die Hartberger Abwehr ein bisschen unsicher. Und Spendelhofer haut das Ding dann rein und trifft eben zum Ausgleichstreffer das erste Tor. Also in der 12er Liga für unsere Blackies durch Verteidiger Lukas Spendelhofer. Und nur ein paar Minuten später dreht Sturm das Ganze dann sogar. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Ausgangsposition vor einer Standardsituation gewesen ist. Auf jeden Fall bekommt Peter Schul den Ball im 16er, gabert ihn sich selber auf, macht dann einen Fallrückzieher. Der Ball wird abgewehrt und dann vor die Füße von Markus Pink und der erzielt dann auch seinen ersten Meisterschaftstreffer im schwarz-weißen Dress und trifft eben zum 2:1 für unsere Blackies. Danach hat man die erste Halbzeit ganz gut im Griff. Es gab noch einen gefährlichen Schuss von Obermeier, einen Distanzschuss von Lovric und Hartberg eigentlich danach abgemeldet. Nach Seitenwechsel ging es aber dann richtig, richtig schlecht los. Mit der ersten Aktion wieder den Ausgleich bekommen für die Hartberger. Da schläft die komplette Defensive. Hartberg über die rechte Seite mal wieder, wie so oft in dieser Partie, mit dem Flachpass herein, der Ball vorbei an Siebenhandel und dann steht Tadic dort und trifft eben zum 2:2 Ausgleichstreffer eben wenige Minuten nach wieder Anpfiff. Danach wird die Partie mit Fortdauer immer schlechter aus Sturmsicht. Hartberg kommt immer mehr auf, hat so um die 60. Minute herum zwei, drei ganz gute Chancen auf und Sturm braucht lange, um sich von diesem Ausgleichstreffer dann auch noch zu erholen. Im Endeffekt schafft man es dann aber doch, sich zurückzukämpfen, so in der Schlussphase geben die Grazer noch mal Gas und tun sich zunächst natürlich schwer, Hartberg macht das gut zu, aber Gott sei Dank muss man sagen, hat Philipp Hosiner doch sein Treffernäschen wieder gefunden. Im ersten Meisterschaftsspiel für Sturm trifft er nämlich zum 3:2. Fabian Koch bekommt den Ball, wurde übrigens eingewechselt, spielt dann flach eben schön in den Lauf von Hosiner und Hosiner lässt dann Zwete im Hartberg-Tor keine Chance und trifft in Minute 81 zum 3:2 Siegestreffer. Danach noch ein bisschen zittern, aber am Schluss geht das Ganze gut und Sturm besiegt Hartberg mit 3:2. Man feiert also den Pflichtspielerfolg und startet damit erfolgreich in die neue Spielzeit. Eins ist aber auch klar, gegen Ajax muss das viel, viel besser werden, wenn man defensiv vor allem wirklich so fehlerhaft agiert, dann wird das gegen Ajax auf jeden Fall nichts. Also, das heißt, zusammenreißen, aus den Fehlern wieder lernen und eben dann auf die nächste Aufgabe warten und in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.